Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Und ich begrüße euch zum zweiten Teil zum Thema Pflegetheorien und Pflegemodelle. Ja ihr Lieben, im ersten Teil, also im letzten Video, haben wir besprochen die Bedürfnistheorien bzw. die zugehörigen Pflegemodelle nach unter anderem Frau Henderson und auch Frau Perlau, Rupa. Und heute möchte ich explizit das Modell nach Frau Dorothea Orem mit euch besprechen, das sogenannte Selbstpflegedefizitmodell. Werden wir uns jetzt, wie gesagt, explizit mit Frau Orem bzw. dem Modell von Frau Orem beschäftigen. Es geht um die Definition, also was ist überhaupt dieses Modell, worum geht es in diesem Modell, wo liegen aber auch die Schwerpunkte von diesem Modell. Wie ist die pflegerische Sicht in Kombination mit dem Modell? Und vor allen Dingen auch, was gibt es nicht nur Positives, sondern eventuell auch Negatives an diesem Modell? Und all genau diese Themen besprechen wir im folgenden Video. Generell definiert Frau Orem den Begriff Gesundheit als strukturelle und funktionale Ganzheit und Intaktheit. Ja, also anders formuliert hat die Frau Orem eine Sichtweise, die von der Abwesenheit von Krankheitssymptomen ausgeht. Weiterhin ist zu dem Modell zu sagen, dass dieses Modell bzw. Frau Orem mit dem Modell von einem ebenfalls ganzheitlichen Menschenbild ausgeht, was hier natürlich ein besonders positiver Punkt ist, weil eben insbesondere in der Altenpflege wir übermäßig oft bzw. sehr häufig mit Menschen arbeiten, uns auseinandersetzen müssen, die einfach multimorbid sind. So, und diese Multimorbidität bzw. die Mehrfacheingeschränktheit erfordert natürlich, dass man den Mensch im Ganzen sieht, dass man ein ganzheitliches Menschenbild verfolgt. Einmal Körper, dann Seele und Geist. Das wiederum bildet hier ebenfalls die Gesamtheit. Das haben wir schon in einem anderen Modell gehört. Generell ist es so, dass innerhalb dieses Selbstpflegedefizitmodells davon ausgegangen wird, dass der Mensch zwei Formen von bestimmter Fürsorge wahrnehmen kann. Hier wäre einmal zu nennen der Begriff Self-Care, also auf Deutsch übersetzt die Selbstpflege. Das bedeutet also, der Mensch ist in der Lage, sich selber zu pflegen, oder und ist der Mensch in der Lage, gewisse Hilfebedarfe zu erkennen. Als zweiten Begriff ist hier zu nennen der sogenannte Dependent Care, also auf Deutsch übersetzt die sogenannte Abhängigenpflege. Das bedeutet also, der Betroffene ist darum bemüht, Hilfe zu bekommen und ebenfalls im gleichen Atemzug in der Lage, die Informationen, die er jetzt beispielsweise vom Pflegepersonal, von einer Pflegekraft bekommt, zu verstehen und im zweiten Schritt die Informationen, die er bekommen hat, natürlich auch jetzt entsprechend umzusetzen. Generell haben diese zwei Begriffe natürlich jetzt auch integrierte Ziele. Natürlich hat jede Maßnahme, jeder Begriff in einem Modell natürlich eine bestimmte Funktion, ein bestimmtes Ziel. Und das haben diese beiden Begriffe, also sowohl die Selbst- als auch die Abhängigenpflege, haben das natürlich auch. Das wäre zum einen beispielsweise die Unterstützung von ganz normalen alltäglichen Lebensprozessen, sowohl auch damit zusammenhängt natürlich die Förderung der gesundheitlichen, körperlichen Funktionen. Als zweites wäre hier zu nennen ganz klar die Aufrechterhaltung eines gewissen Wachstums. Das bedeutet also, dass der Erwachsene immer weiter in seinem Leben, mit seiner Lebenserfahrung im Lebensprozess wachsen kann und sich entsprechend natürlich sein gesamtes Leben lang
weiterentwickelt. Ein dritter Punkt ist hier natürlich die Kontrolle oder aber auch die Heilung von gewissen Entwicklungsprozessen, aber auch beispielsweise Verletzungen. Und als viertes natürlich ganz allgemein gesehen wird hier der Punkt immer hinzugefügt, der sollte eigentlich selbstverständlich sein, und zwar liegt hier im vierten Punkt der Blickwinkel, der Schwerpunkt auf der Erhaltung des bzw. Erhaltung oder Wiedererreichung des persönlichen Wohlbefindens. Ja, ihr Lieben, das sind die Basics dieses Modells. Die Frau Orem definiert jetzt natürlich im Verlauf gewisse Schlüsselbegriffe bzw. nennt hier gewisse Schlüsselbegriffe. Diese Schlüsselbegriffe sind zusammenhängend einfach in dem Modell natürlich von hoher Bedeutung, einfach um es zu verstehen und auch inhaltlich Sinnhaftigkeiten zu verstehen. Und darum möchte ich euch diese Begriffe nennen und dann werden wir auch sofort über diese Begriffe sprechen, etwas ausklamüsern, was ist das überhaupt, worum geht es da überhaupt, damit ihr eben verstehen könnt, was sind die einzelnen Kernbegriffe, Schlüsselbegriffe des Modells. Als ersten Begriff nennt sie hier die sogenannten Selbstpflegeerfordernisse. Die Selbstpflegeerfordernisse werden so definiert, dass sie die jeweiligen Ziele darstellen, die ein Mensch verfolgt, wenn er sich eben selber pflegt. Ein wichtiger Punkt, der hier zu nennen ist, ist, dass Frau Orem hier drei verschiedene Arten von Selbstpflegeerfordernissen nennt. Zum einen wären das die sogenannten universellen Selbstpflegeerfordernisse, wie beispielsweise sind hier drunter gefasst Atmen, die Einnahme von Essen und Trinken, Ausscheidung und auch beispielsweise ein Gleichgewicht zwischen Ruhe und Aktivität. Als zweiten Punkt gibt es hier entwicklungsbedingte Selbstpflegeprozesse. Die kann man beispielsweise einmal in gewissen Lebensabschnitten formulieren, definieren, beispielsweise Neugeborenes, Kleinkind, Kind, Jugendlicher, Erwachsener, ältere Menschen, Senior also, und Schwangere werden hier auch nochmal separat genannt. Hier geht es also jetzt um Fehlhaftigkeiten bzw. auch Beeinträchtigungen, also beispielsweise das Fehlen von fachlicher, also schulischer, aber auch familiärer, sozialer Bildung, aber auch der Verlust von beruflicher Bindung und auch das Fehlen von beispielsweise sozialer Sicherheit. Und als drittes gibt es hier natürlich die gesundheitlichen Selbstpflegeerfordernisse. Ja, beispielsweise könnte man hier aufzählen Krankheit, Verletzungen, Behinderung, aber auch therapeutische oder diagnostische Maßnahmen, sowohl als auch bestimmte oder generelle Veränderungen des normal normhaften Verhaltens oder der bisherigen Gewohnheiten. So, dann ist ein zweiter Begriff, den Frau Orem immer wieder nutzt, ist der Selbstpflegebedarf. Der Selbstpflegebedarf ist das Verhalten des Patienten, Bewohners, welches benötigt wird, um die Ziele, die ich eben gerade genannt habe, in den drei Kategorien zu erreichen. Als drittes nennt die Frau Orem immer wieder den Begriff Selbstpflegekompetenz. Was Kompetenzen sind, das haben wir schon in vorangegangenen Videos erklärt. Das muss ich jetzt nicht nochmal explizit erklären. Aber generell ist natürlich klar, dass es hier um die generelle Eigenschaft geht, um oder für sich selber zu sorgen. Hierzu gehört auch, dass ich erstmal weiß, was kann ich und was kann ich nicht. Dazu gehört auch zu verstehen, wo brauche ich Hilfe und wie bekomme ich diese Hilfe. Aber auch werden hier drunter gefasst natürlich handlungsbezogene Entscheidungen, die natürlich für die Erreichung der Ziele mehr oder weniger prägnant oder wichtig sind. Natürlich ist zu sagen, dass es einen Haufen Faktoren gibt, die die Selbstpflegekompetenz natürlich beeinträchtigen können. Das ist ganz klar, es gibt immer ein Für und ein Wider. Ja, und in diesem Fall sind das ein
paar sehr prägnante, und zwar beispielsweise die Wahrnehmung, die Orientierung, aber auch Koordinationsfähigkeit, das eigene Bild des Körpers, also Körperbild, dann natürlich ganz klar der eigene Selbstwert, das eigene Selbstwertgefühl, die sogenannte Selbstachtung und auch die Wertehierarchie, die ich eben als Individuum verfolge. Frau Orem beschreibt in Bezug auf Selbstpflegekompetenz verschiedene Arten von Selbstpflegekompetenz. Das wäre als erstes die Einschätzung, als zweites die Entscheidung und als drittes die Ausführung. So, dann kommen wir schon zum vierten Begriff, und der vierte Begriff ist das sogenannte Selbstpflegedefizit. Also ein Defizit zwischen dem Bedarf und meiner Kompetenz. Und wenn der Bedarf und Kompetenz natürlich in einem Ungleichgewicht zueinander stehen, dann bedeutet das gegebenenfalls Erkrankung, Krankheit. Und wenn Bedarf und Kompetenz natürlich in einem Gleichgewicht stehen, dann bedeutet das nach Frau Orem, nach der Definition von Frau Orem, ganz klar eine Form von Gesundheit. Einige Tätigkeiten kann man hier drunter natürlich fassen, beispielsweise, dass man generell für andere handelt, aber auch, dass man andere Personen unterstützt und anleitet, berät. Oder auch beispielsweise, das Gegenüber jemanden anderes zu unterrichten, aber auch eine Umgebung schaffen, in der der Betroffene jetzt eigenständig oder mit meiner Hilfe, durch Hilfestellung, die Ziele, die er erreichen möchte, auch erreichen kann. Als fünftes nennt Frau Orem hier den Begriff Pflegekompetenz. Die Pflegekompetenz ist ganz klar zusammengefasst einfach die Summe meiner fachlichen Kompetenz, meines fachlichen Wissens, die ich natürlich jetzt in Beziehung auf die Selbstförderung, auf die Reaktivierung von Ressourcen oder Fähigkeiten, Fertigkeiten gegenüber dem Patienten natürlich anwenden kann. Ja, ganz kurz möchte ich jetzt zum Ende noch auf die Bedeutung für die Pflege eingehen. Ein positiver Punkt von dem Modell Selbstpflegedefizitmodell von Frau Orem ist ganz klar und eindeutig, dass sie hier die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen oder und dieses zu können, als eine Kompetenz, als eine Fähigkeit definiert, was ich sehr gut finde, weil es einfach so ist. Ganz klar, insbesondere ist hier natürlich zu sagen, dass das Modell nach Frau Orem definitiv ein sehr geeignetes ist für beispielsweise Einrichtungen für Reha, aber auch ein sehr häufig in der ambulanten Pflege genutztes Modell ist, wenn oder immer dann, wenn Angehörige mit einbezogen werden. Einen einzigen negativen Punkt habe ich herauskristallisieren können in diesem Modell, und zwar ist es so, dass es leider eine Tatsache ist, dass Menschen gegebenenfalls dazu gezwungen werden, die Selbstpflege zu übernehmen bzw. nach Selbstpflege zu streben. Es gibt einfach Menschen, die legen keine Werte drauf oder die sind einfach so verändert, physisch, psychisch, whatever, dass ihnen einfach die Selbstpflege egal ist oder nicht wichtig ist oder einfach nebensächlich ist. Und diese Menschen werden einfach innerhalb des Modells mit all den Definitionen, Anforderungen, Rahmenbedingungen, die das Modell hergibt, gezwungen, diese Selbstpflege oder nach dieser Selbstpflege zu streben. Das sollte man wissen, da muss man ein Auge drauf haben, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und entsprechend danach handeln. So, und das war das ganze Modell nach Frau Orem. Es war überhaupt nicht schwer, hoffe ich. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das gerne hier unten kommentieren. Ansonsten hoffe ich, ihr konntet mir inhaltlich folgen. Ihr fandet die Informationen verständlich.